Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr begleitet mich jetzt zurück in kein bestimmtes Jahr, in viele Jahre, denn es geht um dieses Buch hier. Das ist ein Fotoalbum vom Jürgen Spieß. Jürgen Spieß ist Fotograf, Hochzeitsfotograf, aber auch Partyfotograf und er war auf ganz vielen Veranstaltungen, unter anderem auf ganz vielen von uns. Und er hat mir dieses wunderschöne Buch zukommen lassen. Und dieses Buch möchte ich jetzt einmal mit euch durchblättern. Starten wir einmal. Vorne Best of Eventfotografie. Und wir sehen da Groove Coverage. Groove Coverage hier und mit Novus. Auf der Seite hier auf dem Cover Novus. Grüß dich. Dann blättern wir auf. Allgemeiner Hinweis. Hier natürlich Groove Coverage aus Ingolstadt. Damals in der Eventhalle. Ganz genau, da sind die aufgetreten. Ja, nach ganz vielen Jahren überhaupt erst einmal wieder in Ingolstadt. Und ja, hier in der Eventhalle. Die sind ja in Asien, in Russland, in Polen, in Ungarn selbstverständlich ganz viel unterwegs. Entweder als Solo-Act oder auch als komplette Combo. Natürlich hier zusammen mit der Mel als Sängerin. Dann unser Holy Festival. War das schön. Haben wir mehrmals gemacht. Zweimal im Wonnemar und in Pfaffenhofen zweimal. Und das hier dürfte ja beim Zeltfestival gewesen sein. Beim FC 04 Stadion. 4000 Leute bei unserem Holy Festival. Ah, das war schön. Vor allem Autoputzen am nächsten Tag. Dann, was sehen wir hier? Ja. 80er Party mit Markus. Ich gebe Gas. Ich will Spaß, ich gebe Gas, ich gebe Gas. Oder kleine Taschenlampe brennt. Kennt ihr sicherlich auch alle noch mit der Nena zusammen. Ja, ich habe ihn noch im Handy gespeichert und ich hoffe, dass ich ihn mal wieder anrufen kann, dass er mal wieder nach Ingolstadt kommt. Ein super sympathischer Sänger hier, Markus aus der NDW-Zeit. Und da war er live auf der 80er Megaparty in der Eventhalle. Ihr habt natürlich noch Fräulein Menke hatten wir unter anderem und Hubert K. Selbstverständlich war auch noch da. Dann schauen wir eins weiter. Ja, Eloy. Der Eloy, damals Sänger bei Caught in the Act. Und hier ist er aufgetreten im Rahmen unserer 90er Megaparty in der Saturn Arena Ingolstadt. Bei der zweiten war es. Ja. Dann, wir begeben uns in den Westpark, auf die Plaza im Westpark. Und da hatten wir unter anderem Magic Affair am Start. Don't forget the Omen, don't forget Magic Affair, bitte sehr. Die fantastische Sängerin, hat echt Spaß gemacht. Sie würde ich auch gerne mal wieder in Ingolstadt haben. Magic Affair, voll sympathische Kombo aus den 90ern. Das war unsere 90er Megaparty Live übrigens. Und weiter geht's. Hier bin ich mal zu erkennen, von hinten, beim Zeltfestival. Bitte sehr. Da haben wir ja viele, viele Zelte beim FC 04 Stadion gegenüber aufgebaut. Und das war eins dieser Zelte, wo wir gefeiert haben. Und das war eben die Ü30 Party an einem Samstag. Am Freitag hatten wir die Rocknächte. Und am Donnerstag, da kommen wir gleich zum Bachelor. Ja, hier ist er. Paul Janke. Mit Profitänzerin Melissa. Okay. Und Joker F auch am Start. So. Bitteschön. Paul. Paul oder Paul? Paul Janke. Hier. Und hier sehen wir auch ein Mädchen mit Herz. Wir hatten auch eine Single-Party dort, die so erfolgreich war wie keine andere. Im negativen Sinne. Also während in der Eventhalle um die 800 Singles sind, waren an dem Abend dort 150. Also mehr als überschaubar. Hübsche. Ja, aber wohl 234 und es ging schon der Nummer nach, also 250 dürfen es gewesen sein. Ja, mit Showprogramm hier, das war eben die Ladies Night und der Hacki, hier hängt in den Seilen. Das gab es auch noch bei Paul Janke an dem Abend für die Ladies eine Man-Strip-Show, ja, mit dem Hacki. Stimmt das auch, Hacki? Du hattest den größten Table-Dance-Laden der Welt, Deutschlands, in München. Hast du geführt, oder? Dance am See, auch ein fantastisches Event. Dance am See, damals am Auwaldsee. Hier, fünf Areas,
sprich eine Outdoor-Area drinnen im Restaurantbereich, die zweite Area, dann hatten wir draußen noch eine, ins Eck rum, noch eine Area und drinnen hatten wir noch eine Ü30-Area und noch der Essensbereich. Habe ich einen Bereich vergessen? Kann sein. Dance am See. Hatten wir insgesamt dreimal. Ich hoffe, wir machen sie mal wieder. War schön. 90er Megaparty zurück hier in die Eventhalle. Diesmal mit Maruscha. Sie war einmal in der Eventhalle und einmal auf der 90er Megaparty live in der Saturn Arena. Fantastische Anekdote zu Maruscha. Sie hat 10 Minuten aufgelegt, da kam gleich ein Gast daher, der anscheinend kein Techno mochte und sagte, Daniel, könnte sie nicht mal Backstreet Boys auflegen? Nein, wenn Maruscha auflegt, spielt sie Techno und Rave, keine Backstreet Boys. Habe ich versucht zu erklären und dann hieß es, okay, dann leg du weiter auf. Nein, ich zahle keine tausende Euro für jemanden, den ich nach 15 Minuten wieder runterschmeiße, was gar nicht geht, weil vertraglich ist ja eine Stunde oder eineinhalb Stunden vereinbart. Das ist ihre Zeit, da tritt sie als Künstlerin auf und von den 9 Stunden spiele ich ja die restliche Zeit, also 7,5 Stunden, die Musik, die ihr wollt. Und wenn Maruscha schon mal da ist, genießt es. Und wenn nicht, geht raus und raucht eine Schachtel zu kaufen. Und wenn ihr nicht raucht, fangt an. 90er Megaparty, hier haben wir gerade jetzt Snap, ja. Muss man auch sagen zu Snap, es gab da Formationen, einmal mit der Frau, einmal mit Turbo B und jetzt eben diese neue Kombinationsgeschichte mit Mann und Frau. Turbo B wohnt in Amerika und er braucht immer 2 Sitzplätze, damit er überhaupt hier nach Deutschland reisen kann. Deswegen ist die etwas günstigere Alternative, die 90er Party Snap im normalen europäischen Rahmen. Aber selbstverständlich mit all den Hits, die es damals gab. Power, Rhythm is a Dancer. Mary had a little boy und unglaublich viel. Hier waren sie eben in der Saturn Arena oder doch Saturn Arena. Ja. Und wir zurück in den Westpark auf der Plaza spielten unter anderem Fun Factory, I Wanna Be With You, Celebration und vieles mehr. Die Fun Factory, auch eine tolle Kombo, die richtig, richtig Spaß macht und für gute Laune sorgt. Dann noch ein paar Eindrücke, noch ein paar Bilder. Eindrücke. Okay. Masterboy, selbstverständlich. Mit Beatrix Trixie Delgado, die als Special-Sängerin mal mit dabei ist und mal nicht. Wenn sie mit dabei ist, wird sie entsprechend angekündigt. Ja. Yeah. Masterboy, hast du eigentlich immer noch deine Disco? Eine riesen Disco, die er nebenbei noch hatte und produziert und Sänger. Fantastisch. Also, ja, die haben es wirklich drauf. Kann man nichts sagen. Ich glaube, das war auch so das Top-Act bei der 90er Megaparty in der Saturn Arena. Ich hoffe, ich komme durcheinander. Ein paar Bilder von den Gästen. Unter anderem hier auf der Seite. So, genau. Und auf zur nächsten Seite, ja, Worlds Apart. Und da muss ich Folgendes sagen, wir hatten bei der Band Worlds Apart eine Japanerin am Start. Die ist wirklich 10.000 Kilometer angereist, um die Jungs aus Frankreich mal endlich wieder live zu sehen. Schöne Grüße, ich bin immer noch auf Facebook mit ihr befreundet. Ja, Greetings to Japan. So, sieht man das hier? Auch tolle Geschichte gewesen im Festsaaltheater Ingolstadt. Hier auch noch ein paar Bilder von den Jungs. Ein paar Bilder vom Jürgen Spieß, die er hier gemacht hat. Everybody in the House of Love, wer kennt es nicht? Und auch viele andere Hits hier. East 17 waren selbstverständlich auch in Ingolstadt. Ja, die englische Randale Boyband, wo der Sänger leider verstorben ist. Dann kommen wir zu Dr. Alban, ebenfalls jemand, der so viele Hits hatte.
Hello Africa, der erste Hit, No Coke, come down, Sing Hallelujah, selbstverständlich. Und ich habe oben, ich glaube, gefühlt 50 Scheiben von ihm. Und nicht nur 50 Scheiben, sondern auch noch 500 Remixe. Hier ein paar schöne Fotos noch von DJ Bonebreaker und Brooklyn Bounce. Ein wirklich tolles Fotobuch. Gut. Und dieses Foto ist natürlich gut gelungen, deswegen auch auf eine Doppelseite. Schau mal die Augen an. Die Augen. Hammer. Also von ihm. Bei ihr sieht man die Augen nicht ganz so gut. Okay. Jetzt Achtung. Für alle, die es noch nicht wissen. Silvia ist meine Schwester und nicht meine Frau. Denn ich bin nicht verheiratet. Und ich bin erst recht nicht mit meiner Schwester verheiratet. Okay? Das mal so am Rande. Hier mit Roland Voigt und seiner Band bei unserer 2000er Party. Hier in der Eventhalle. Ich glaube, die Band hat der Roland nicht mehr. Jetzt hat er eine andere Band. War aber ein mega Spaß. Die haben dann extra einen bayerischen Klassiker nach dem anderen gebracht. Also so ein 15-Minuten-Auftritt, der richtig lustig war. Dann. Tattoo-Bilder. Wer auf Tattoos steht, sollte jetzt mal auf Pause drücken. Bitte sehr. Gut. Und damit kommen wir schon zu den Winterbeats. Hier ein Überblick von 2013 bis 2016. Ich habe mir erstmal die Eva Pattberg. Unseren Freund. Dann haben wir Ostblock-Schlampen, ein paar kleinere Bilder. Ja, selbstverständlich DJ Blend. 2016 war das. Da haben wir extra einen Laufsteg für ihn gebaut, womit er, auf dem er ins Publikum gehen konnte. Le Schuck, auch genau viermal am Start gewesen, drei, viermal, fünfmal. Und Matthias Matuschek, er war zweimal am Start. Im Ü30-Bereich, wobei er sich eigentlich nicht mehr als Ü30-DJ sieht, sondern als Chart-DJ, oder? Ja. Und Sander van Doorn. Sander van Doorn? Nee, Sander van Doorn, ja. Hier noch ein paar Besucher. Fragt mich jetzt nicht, ob die Winterbeats 2021 stattfinden. Ich weiß es selber nicht. Das waren jetzt komplett unsere Veranstaltungen von Megazin. Aber es sind nicht nur Megazin-Veranstaltungen drin, sondern auch andere. Zum Beispiel hier Fasching. Das sieht mir verdächtig nach dem CSU-Ball oder Gastronomenball aus. Naja. Sternchen mir, Gastroball. Dürfte so das Ende vom Gastroball gewesen sein. Der aber vielleicht wieder kommt. Hab erst gestern mit einer entsprechenden Person geredet. Mal schauen. Hier noch ein paar Gäste. Hier noch ein paar Rauschnasen. Nochmal zwei Bilderchen hier auch. Das Bändchen von der 90er steht extra drauf. Es war ja bestimmt nicht auf der 90er, weil wir machen auf dem Bändchen immer die Werbung für die nächste Party. Also muss das hier eine 80er, eine 30er gewesen sein, keine Ahnung. Badelmark, selbstverständlich, der findet ja heuer auch nicht statt. Und noch ein paar Bierzeltgesichter vom Jürgen. Insgesamt übrigens über 44.000 Bilder und bei 340 Veranstaltungen war er im Einsatz. Das hier ist, hier steht es auch drauf, der zweite Band, also Band 2. Band 2. Das heißt, es gibt doch einen Band davor, aber den kenne ich nicht. Ah, ja. Tja. Ja. Kennt man schon. Selbstverständlich. Schöne Grüße an den Jens. Und dann die Gabi, selbstverständlich. Bobfahrerlied, eindeutig.
Bobfahren. 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 Ja, Bobfahren in Corona-Zeiten ist echt schwierig. Obwohl, 10 Mann dürfen ja zusammen, das geht schon. Bobfahren geht. Bei Macarena. Macarena geht auch, aber eine Polonaise mit 10 Leuten. Hm, ein bisschen kurz. Und hier noch die Kollegen, selbstverständlich Mike, der Chef von The Picture, Andreas, ich zeig's euch mal, der David, Michael. Und falls ihr ihn noch nicht kanntet, hier unten ist das Bild von ihm. Also, hier ist er, sein Band. Genau. Und damit haben wir es auch. Eine Seite noch mit seinen Bildern. Also mit Bildern von ihm. Das hier. Und das war's. So. Jürgen, ich bedanke mich bei dir für diesen Fotoband. Freue mich, dich wieder auf unseren Events zu sehen, wenn wir dürfen. Wir dürfen ja eigentlich schon ab dieser Woche eben im Schotterhof und in der Glocken. Vergesst die Termine nicht. Schaut auf Megazin, mehr als ein Magazin, hier auf Facebook. Und kommt vorbei. Es wird ein Spaß werden. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns jetzt, wenn die Partys wieder losgehen. Euer Daniel und schöne Grüße vom Jürgen. Ciao.